An Formel 1 22, das erste durch EA veröffentlichte Formel 1 Spiel seit vielen Jahren, wurden wieder hohe Erwartungen gestellt. Im Zuge der großen Regeländerungen mit neuer Autogeneration in der echten Formel 1 wurde auch im Spiel ein ähnlich großer Schritt versprochen. Durch Neuerungen wie das richtige Timing beim Fahren in die Startaufstellung oder die Sprintrennen wurde das Spiel im Vergleich zu den Vorgängern weiter verbessert. Doch insbesondere die Supercars sind ein Feature, das wie zu erwarten nach wenigen Wochen nach dem Release schon keinen Nutzen mehr hatte, und es gibt noch zahlreiche weitere Dinge, die verbessert werden müssen. Und nun kommen wir zum Thema dieses Videos, nämlich meinen Wünschen für das kommende Formel 1 Spiel F1 23. Und vorab könnt ihr gerne mal ein Like da lassen und schreibt auf jeden Fall auch gerne mal eure Wünsche in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, legen wir los mit dem ersten Punkt. Und der erste Wunsch sind eben die roten Flaggen. Ja, Freunde, es ist mal wieder lächerlich. Ich spreche diesen Punkt wirklich schon seit Jahren an, aber es gibt wirklich die roten Flaggen immer noch nicht bei Formel 1. Das letzte Mal war eben Formel 1 2014. Als es eben die roten Flaggen bei irgendeinem Formel 1 Spiel gab. Und das ist schon echt schade, weil das gehört eben dazu. Es gibt in Real Life rote Flaggen, und warum gibt es die dann nicht jahrelang im Formel 1 Spiel? Das ist schon mittlerweile echt überflüssig, selbst eben beim Formel 1 Manager, da gibt es eben sogar die roten Flaggen, und das muss auf jeden Fall endlich mal reinkommen. Also der erste Punkt sind eben rote Flaggen, und dann kommen wir zum nächsten, und zwar Punkt Nummer 2, nämlich Updates, die sich eben optisch auswirken können. Das ist eben auch ein Punkt, den ich mir schon länger wünsche, weil es wäre doch echt ganz nice, wenn man irgendein Heckflügel-Update macht, ein Frontflügel-Update, irgendetwas, und man dann wirklich sehen würde, das und das hat sich jetzt eben verändert durch dieses Update, weil ich finde es halt echt schade, dass die Autos wirklich über die ganzen Saisons quasi exakt gleich aussehen. In Real Life verändert sich die Optik des Autos durch irgendeinen Heckflügel beispielsweise, wie es in Monza der Fall ist, weil die eben viel kleinere Heckflügel brauchen, als zum Beispiel beim großen Preis von Monaco, wo man eben mehr Abtrieb braucht, und das wäre natürlich auch ganz nice, aber das Wichtige wäre eben, wenn die Updates sich eben endlich mal optisch auswirken können. Und der nächste Punkt betrifft eben die Individualisierungen des eigenen Autos, also vor allem eben bei der MyTeam-Karriere, weil dort, finde ich, hat man auf jeden Fall noch viel zu wenige Möglichkeiten. Man kann eben nur die Lackierung anpassen, aber zum Beispiel Dinge wie eben die Felgendeckel, die sind eben standardmäßig alle schwarz, was eben in Real Life nicht so extrem viele Teams haben. Jedes Team hat ja so ein bisschen ein eigenes Design, wie zum Beispiel Alfa Romeo hat die Felgendeckel mit weiß und rot gestaltet, und das fände ich auf jeden Fall auch ganz geil, wenn man sowas eben noch selbst anpassen könnte. Was dazu natürlich sehr wichtig wäre, und zwar eben ein freier Lackierungseditor. Das Problem dabei ist eben, dass der Podium Pass dann quasi keinen Nutzen mehr hätte mit den ganzen Lackierungen, die man dabei bekommt. Und das ist halt so ein Punkt, den man eben abwägen muss. Aber ich fände es auf jeden Fall wichtig, wenn es zumindest mal mehr vorgefertigte Designs gäbe, wo man eben die Farben selbst anpassen kann. Und wie gesagt, die Felgendeckel gestalten, das wäre auf jeden Fall auch ganz geil. Oder zum Beispiel eben noch die Fahrerhelme. Aber das wird irgendwie ganz komisch bei Formel 1 Spielen gehandhabt. Man hat irgendwie nie einen freien Helmeditor, obwohl es das bei sehr vielen anderen Rennspielen gibt. Und dann kommen wir zum vierten Punkt, nämlich eben Testfahrer. Und das wäre, glaube ich, auch ganz cool, wenn man eben Testfahrer, also einen dritten Fahrer quasi im Team mit dabei hätte und man zum Beispiel beim Training noch spezielle Programme für den auswählen kann, und dadurch könnte man beispielsweise eben mehr Entwicklungspunkte, also Ressourcenpunkte bekommen, wenn der Testfahrer eben die Programme erfüllt. Und dabei könnte man dann zum Beispiel eben Formel 2 oder Formel 3 Fahrer einstellen. Die Formel 3 gibt es ja zum Beispiel auch noch nicht, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar betrifft das eben den Rennkalender, weil es ist irgendwie echt schade, der ist wirklich beim Formel 1 Spiel bei jeder Saison exakt gleich. Man kann lediglich die Länge vom Rennkalender anpassen und dann quasi ein paar Strecken auswählen oder abwählen. Ich fände es auf jeden Fall geiler, wenn man den Rennkalender komplett individuell gestalten könnte, also zum Beispiel eben auch mit Strecken, die es nicht in der Karriere gibt, wie zum Beispiel eben Portugal oder China. Die kamen ja nachträglich bei Formel 1 22 mit rein, was auch nicht so viel Nutzen hatte, muss ich sagen. Das wäre doch schon ganz geil, wenn man die eben in den Rennkalender aufnehmen könnte. Klar, das Problem ist vielleicht auch die Lizenz, weil es eben bei der offiziellen Formel 1 Saison quasi diese Strecke nicht vorkommt. Aber ganz ehrlich, ich finde es schon ganz nice, wenn die Möglichkeit gegeben wird für den Spieler, wenigstens ab der zweiten Saison, dass man dann dort den Rennkalender selbst anpassen kann. Das eben zu diesem Punkt. Dann geht es weiter, und zwar betrifft das auch die MyTeam-Karriere. Das wäre auch geil, wenn man eben zum Beispiel in der Formel 2 starten könnte mit der MyTeam-Karriere und dann mit dem eigenen Team in die Formel 1 aufsteigen. Das wäre eigentlich auch ganz geil. Das gab es ja zum Beispiel beim Motorsport Manager. Man konnte in der niedrigen Klasse starten, und wenn man eben Erster wurde in der Konstrukteurswertung, dann konnte man eben aufsteigen in die nächsthöhere Klasse. Das wäre, glaube ich, schon noch ein ganz cooles Feature für die MyTeam-Karriere. Den nächsten Punkt, den betrifft eben die KI, und allgemein wäre es schon ganz gut, wenn die KI eben mal ein paar mehr Fehler machen würde, weil es gibt so ein paar Stellen bei einigen Strecken, wo die KI gefühlt sehr häufig Fehler macht, aber die KI macht allgemein aber relativ selten andere Fehler, wie zum
zum Beispiel Verbremser. Da gab es in der Vergangenheit sogar öfter Probleme, glaube ich, von der KI, dass sich die Fahrer eben verbremst haben. Oder zum Beispiel eben auch allgemein, dass die Fehler und Unfälle realistischer aussehen. Weil manchmal sieht es schon sehr, sehr künstlich aus, wie die KI sich einfach so wegdreht. Und zum Beispiel in Qualifying, da bekommt man es ja nicht wirklich mit, was die KI für Fehler macht. Aber in Real Life passiert es ja schon das ein oder andere Mal, dass in Qualifying zum Beispiel die Session unterbrochen wird, zum Beispiel durch einen Unfall oder eben dann durch eine rote Flagge daraus resultierend. Und das gibt es ja im Spiel zum Beispiel eigentlich gar nicht, dass das Qualifying mal unterbrochen wird. Und das wäre auf jeden Fall auch wichtig. Und eine Sache, die aber dazu erfüllt wurde, und zwar habe ich mir ja im letzten Jahr gewünscht, dass man zum Beispiel zufällig ausscheiden kann. Und das wurde auch tatsächlich eben im Formel 1 Spiel implementiert, bei Formel 1 22. Und das ist ja bei unserer Ferrari-Saison nicht gerade selten passiert. Ey, was war das für eine Hassliebe, muss ich dazu nochmal sagen. Also wir hatten da schon den ein oder anderen Ausfall und das ist immerhin ein Punkt, der eben erfüllt wurde. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar wäre das ein Streckeneditor. Ich weiß, das ist extrem unrealistisch, das habe ich mir auch schon des Öfteren gewünscht. Es ist wahrscheinlich auch sehr schwer umsetzbar, aber vielleicht könnte man das doch irgendwann mal in ein Formel 1 Spiel reinbauen. Das wäre halt schon richtig geil, wenn man eben eigene Strecken bauen könnte. Aber dazu müsste man halt schon echt sehr, sehr viel entwickeln. Also man müsste quasi das Tool für die Streckenvarianten erstmal entwickeln, die ganzen Objekte wie zum Beispiel Tribünen, aber eigentlich sind ja in der Theorie schon vorhanden. Das Problem sind wahrscheinlich auch eben die Lizenzen, weil es eben keine echte Formel 1 Strecke wäre und man zum Beispiel dann nicht einfach die Tribünen vom großen Preis von Australien holen kann und die bei seiner eigenen Strecke einbauen könnte. Das sind wahrscheinlich eben solche Dinge, die ein paar Probleme im Bereich der Lizenzen machen würde. Dann kommen wir zum vorletzten Punkt und zwar wäre das der Story-Modus, den es ja bei Formel 1 2021 gab und das wäre auf jeden Fall auch nice, wenn der eben weiter ausgebaut wird oder vielleicht eben auch fortgesetzt wird. Die Geschichte war ja schon lange nicht abgeschlossen. Ich fand allgemein die Gestaltung ganz gut, dass man da eben ein paar bestimmte Szenarien aus der Karriere hatte, aber es wäre auf jeden Fall nice, wenn man vielleicht eben so eine ganze zusammenhängende Geschichte hätte. Also man fährt zum Beispiel am Anfang irgendwelchen Junior-Kategorien, also außerhalb der Formel 2, zum Beispiel Kartrennen oder sowas. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool, wenn man irgendwelche speziellen Dinge hätte, die quasi nur einmalig irgendwie im Spiel sein werden, wie zum Beispiel irgendwie ein Kartrennen im jungen Jahren und das wäre, glaube ich, schon ganz cool. Dann hätte das auf jeden Fall so ein Alleinstellungsmerkmal, nicht wie zum Beispiel eben die angesprochenen Supercars, die eben dann direkt langweilig werden, wenn man eben schon ein, zwei Mal gefahren ist. Und bei FIFA, bei The Journey wurde das Ganze ja auch über 3 FIFA-Teile weiter ausgebaut und bei Formel 1 kann ich mir das auch ganz gut vorstellen und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, wenn die Story so ein bisschen fortgesetzt wird oder man vielleicht sich wieder was Neues ausdenkt, eine neue Richtung, weil ich fand die Story ganz okay, aber könnte auf jeden Fall noch besser sein. Und damit kommen wir noch zum letzten Punkt und zwar betrifft das auch wieder mal die MyTeam-Karriere und zwar die Sponsoren. Das habe ich mir auch schon sehr, sehr lange gewünscht und wurde leider immer noch nicht erfüllt. Nämlich sind die Sponsoren leider alles unrealistische, selbst ausgedachte Sponsoren. Auf dem PC hat man ja den Vorteil, dass man irgendwelche Sponsoren reinmodden kann, aber für die ganzen Konsolenspieler, ich finde es halt schon nicht so schön, wie die MyTeam-Autos eben aussehen, dass die Sponsorenplätze so fest sind. Das wäre auch geil, wenn man die Sponsorenplätze eben frei auswählen kann, auf dem Auto platzieren. Was halt noch wichtiger ist, dass man eben realistische Sponsoren hätte. Ich finde, das Auto sieht halt einfach nicht so realistisch aus und dahingehend muss auf jeden Fall mal endlich was gemacht werden, weil ich denke, es ist gar kein so großes Problem, wenn man eben echte Sponsoren reinnimmt. Würden wahrscheinlich EA eher noch Geld geben müssen, damit die eben im Spiel gezeigt werden als Sponsor. Also ich denke, das wäre kein so großes Problem. Und ja, Freunde, damit würde ich sagen, sind wir am Ende von diesem Video, meinen Wünschen zu Formel 1 23 und schreibt gerne, wie gesagt, auch eure Vorschläge in die Kommentare. Wenn eben dazu genügend zusammenkommen, werde ich auf jeden Fall noch gerne ein Video zu euren Wünschen und Vorschlägen machen. Lasst natürlich gerne ein Like und Abo da, wenn ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Und damit, Freunde, war es das. Haut rein, bis zu einem anderen Video und ciao.